Freiberg Express. Guten Morgen, heute wurden Sie beauftragt, diese BR612 einsatzbereit zu machen und mit der Bahn nach Freiberg zu fahren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Ich würde sagen, ihr wisst, wo wir uns befinden. Dies ist die Taranta Rampe. Und das ist unser Zug, die Baureihe 612. Wir befinden uns hier noch auf dem Abstellgleis und würde sagen, wir beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten. Müssen wir hier erstmal wieder einsteigen. Und schließen die Tür. Gehen dann zu unserer Batterie. Die findet sich natürlich hier. So, zack, auf ein, machen die Schranktür wieder zu und gehen dann zu unserer nächsten Batterie, die sich dort hinten befindet. So, in diesem Schrank. Auch hier machen wir die Batterie ein, schließen die Tür und begeben uns dann zu unserem Arbeitsplatz. Machen hier die Tür zu, setzen uns hin, machen als erstes natürlich den Fahrtrichtungswender einstecken. Dann müssen wir die Motoren starten, ohne die funktioniert ja überhaupt nichts beim Diesel. Zack. Ihr hört es, der Motor läuft. Das gleiche machen wir mit der zweiten Motorgruppe. Zack. Dann stellen wir den Netzschalter auf ein. Zack. Stecken den Bremsschlüssel ein. Zack. Den schieben wir auf ein. Die Spitzensignale auf ein. Den Fahrtrichtungswender auch vorwärts. Gute Arbeit, der Zug ist jetzt einsatzbereit. Sie müssen eine andere Formation ankuppeln, bevor Sie mit dem Personenverkehr beginnen können. Kuppeln Sie jetzt die zweite Gruppe Lokomotiven an. Ja, das werden wir tun. Schauen wir uns kurz nochmal draußen um, würde ich sagen. Also, das ist halt unser Zug. Ihr seht's. Können wir nochmal ein hübsches Foto von machen, würde ich sagen. So, dann springen wir wieder rein, lösen natürlich noch die Federspeicherbremse. Zuvor haben wir aber noch mehr zu tun. Das ist ein, das machen wir an. Das machen wir an. Führerstandsbeleuchtung. Das lösen wir, genau. So, da sind wir abfahrtsbereit. Stellen Sie die Zugbremse auf Fahren. Das haben wir getan. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Ja, das werden wir tun. So, Dresden Hauptstrecke Signal. Da sollen wir erstmal anhalten. PCP und SIFA lassen wir jetzt erstmal aus, weil wir ja erstmal noch am Rangieren sind. Macht das jetzt nicht so viel Sinn. Das macht man dann gleich, wenn wir mit dem Reisedienst überhaupt anfangen. Aber das macht jetzt erstmal keinen Sinn. So, da vorne haben wir gelb. Ich glaube 28 km/h reicht jetzt auch erstmal. Wir wollen ja hier nicht jetzt rasen, sondern langsam an den Bahn, in die zweite Formation ankuppeln. Wunderschön, diese weichen Geräusche. Wunderschön.
So, das Gelb. Das nächste Signal ist dann Rot. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen arg früh. Ein bisschen arg früh angehalten. Ein bisschen vorfahren können wir noch. Ein bisschen vorfahren können wir noch. So, dann würden wir, glaube ich, erstmal bei dem Fahrdienstleiter nachfragen, ob wir überhaupt weiterfahren dürfen oder verweigert. Keine Strecke verfügbar. Gut, dann warten wir einfach mal, was passiert. Schauen uns mal ein bisschen draußen um. Und, schauen wir, warum wir überhaupt hier stehen müssen, ob da noch irgendwas kommt oder nicht, oder... Da hinten raucht's. So, Dresden Hauptstrecke, Signal. Das haben wir noch nicht. Tja, warum müssen wir da jetzt anhalten? Das ist die große Frage. Wenn weit und breit nichts zu sehen ist. Könnt ihr nochmal versuchen? Nee, keine Strecke verfügbar. Können wir noch mal einen kleinen Meter vorfahren? Jetzt legen Sie die Federspeicherbremse an. Das werden wir tun. Hab ich. Hallo, reagier doch mal. Ja, Führerstand wechseln, ja, dann tun wir das erstmal. Das reagiert er ja dann.
es ist wirklich, der reagiert nicht. Das ist wirklich, das, weißt du, Leute, das ist wieder der Scheiß, der den ganzen Spielspaß nimmt, ehrlich. Endlich. Nimm den doch. Gibt's doch gar nicht. So. Manchmal ist das wirklich ganz komisch mit dem TSW. Er reagiert nicht. Setzen Sie sich auf den anderen Lokführersitz. Ja, dann tun wir das. Also ich finde, das nimmt einem wirklich den Spielspaß, wenn man da wirklich 10-mal drücken muss, bevor er überhaupt reagiert. Das ist ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Geht die ganze Prozedere wieder von vorne los. Ist doch schon links drin. So, ich würde sagen, dann sind wir auch hier abfahrbereit. Lösen die Bremsen. Schalten langsam auf. Wir sollen in 700 Meter an unsere zweite Formation ankuppeln. Das werden wir tun. Gleich erstmal wieder rot. Ach, wenn der einmal bremst, dann bremst er. Es ist wirklich. Ach, es ist wirklich nicht einfach. Da fand ich die beim TSC besser zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Aber man will ja hier auch nicht über Rot fahren. Das wird ja sofort bestraft. Das ist ja das Problem. So, auch hier fragen wir nach. Was hat das jetzt wieder zu sagen? Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Gut, werden wir das tun. Bremsen sind gelöst. Sehr schön, dann können wir langsam weiterfahren.
bisschen schneller werden. Ich hatte gerade ein bisschen Panik jetzt wegen dem roten Signal, aber ist dann doch alles gut gegangen. Man weiß ja nie. Immer alles so eine Sache. So. Müsste jetzt gleich irgendwo unsere zweite Formation auftauchen, an die wir anzukuppeln haben. Ich denke mal, ich sehe sie schon da hinten. Hinten rechts. Ja, da steht sie. So, schauen wir uns das mal von außen an. Wie diese beiden Zugteile zusammengekuppelt werden, das ist mit Sicherheit ein schöner Augenblick. So, lösen die Bremsen. Schalten langsam auf. Nicht zu schnell, das ist nicht gut. Ich denke mal, so kann es bleiben. Wunderbar, habt ihr das gesehen? Traumhaft. Wunderschön. Mega. Gute Arbeit, der Zug wurde jetzt zusammengestellt und wir können den Personenverkehr aufnehmen. Ihre nächste Aufgabe besteht darin, den Zug nach Dresden Hauptbahnhof zu bringen, um dort mit dem Ein- und Aussteigen von Fahrgästen zu beginnen. Ja, ich denke, wir müssen wieder den Führerstand wechseln. Als erstes legen wir natürlich wieder die Federspeichenbremse an. So, haben wir. Stellen Sie den Netzschalter auf aus. Auch das haben wir erledigt. Richtungswende auf aus. Und den entfernen. Bremsschalter Schlüssel auf aus. Und den entfernen. Und uns auf den anderen Lokführersitz setzen. Das werden wir tun. Wieder mal. So. Machen die natürlich noch die Tür zu. So. So, stecken Sie den Richtungswender auf ein, dann den Netzschalter auf ein, den Bremsschlüssel einstecken und auf einstellen, die Spitzensignale auf einstellen, den auf vorwärts stellen, Federspeichenbremse lösen. Und dann uns auf dem Weg nach Dresden Hauptbahnhof machen. Lösen die Bremse. Schalten langsam auf. Und sehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Der zweite Zugteil kommt mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wir haben mit Sicherheit gleich nochmal rot irgendwo, weil wir da gelb haben.
Nein, noch nicht. Also ich finde diese weichen Geräusche wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Die gefallen mir. Entschuldigt bitte mein Husten, aber ich bin leicht erkältet. So, und dann nähern wir uns dem Dresdner Hauptbahnhof. Wunderschön. Müssen wir gleich abermals den Führerstand wechseln. So, wollen ja auch nicht zu schnell zu langsam werden, aber auch nicht mehr zu schnell sein. Das ist wirklich... Nein, nein, nein. So, Türen entriegeln. Das haben wir getan. Während die Fahrgäste in den Zug einsteigen, müssen wir den Führerstand wechseln. Schalten Sie dieses Ende des Zuges ab und gehen Sie zum hinteren Führerstand. Ja, das werden wir tun. Ach, komm. Ja, das übliche Netzschalter auf aus. Richtungswende auf aus und den wahrscheinlich auch entfernen. Dann den Bremsschlüssel auf aus, wir kennen das. Und den entfernen. Signallichter auf Schlusslicht. Das haben wir. Und dann sollen wir uns hier entfernen. Das tun wir. Natürlich aussteigen. Sonst bringt's nichts. So, da geht das Ganze wieder von vorne los. Stellen Sie die GST ein. Nachdem alle Gäste eingestiegen sind, sind wir für Abfahrt bereit. Stellen Sie sicher, dass die Strecke vor Ihnen frei ist, bevor Sie abfahren. Ja, das wäre ganz hilfreich. So, wir verriegeln die Türen.
Ganz wichtig ist aber auch natürlich hier die PZB und die SIFA zu aktivieren. Wo ging das denn jetzt wohl nochmal? Könnt ihr mir das erzählen, wie ich das hinkriege? Ist ja sowieso noch rot. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Muss ich da nochmal kurz hier wahrscheinlich mit dem Schrank gehen. Sonst haut es nicht hin. SIFA, PZB und die Neigetechnik. Genau, da war das. Wollte ich doch sagen. Immo konnte man das einstellen. So. Schließen wir das wieder. Setzen uns wieder auf unseren Sitz. Und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt fahren dürfen. Abgelehnt. Auf Signalwechsel warten. Ja, nun tun wir das. Dann tun wir das. Wir können uns ja mal umschauen draußen und sehen, ob wir überhaupt die Spitzenlichter und so weit eingestellt haben. Das haben wir. Aber es ist nach wie vor rot. Wir können ja mal schauen, warum wir noch rot haben. Vielleicht sehen wir da was. Oder wisst ihr was? Wir fahren einfach mal ein Stück entgegen. Vielleicht tut sich ja dann was. Weil im Moment sehe ich überhaupt noch nichts, was da jetzt irgendwie unsere Strecke blockiert. Ah, da kommt was. Deswegen, das war der Grund. So, so. So, jetzt dürfen wir. Warum sind wir eigentlich immer noch unter 500 Hertz Magnet? So, wir dürfen immerhin schon gleich, wir dürfen immerhin schon 40, dann werden wir das auch tun. Beziehungsweise gleich auf 60.
noch sind wir nicht so weit. Nach wie vor 40. Aber das dürfte sich jetzt auch bald ändern. Denke ich mal, wenn wir jetzt gleich auf freier Strecke sind. So, endlich. Schön. So, so langsam kommen wir dann doch auf Geschwindigkeit. Traumhaft. Gleich 90. So, so langsam kommen die Geschwindigkeiten. Wunderbar.
Also diese Neigetechnik einfach nur traumhaft. Wunderschön, muss man einfach so sagen. So, 130, gleich 140. Wunderbar, jetzt kommt's so langsam. SIFA natürlich. Na, ob das 8.40 Uhr wird, ist sei mal dahingestellt. Ich unterstelle jetzt einfach mal nein. Ich denke mal, dass wir später kommen werden. Aber dem ist dann halt so. Dann habe ich halt ein bisschen getrödelt beim Arrangieren. Gleich 110. So, gleich 100, dann passt das ja jetzt ungefähr mit der Geschwindigkeit. Das kam ich mir doch ein bisschen veräppelt vor. Habt ihr das gerade gesehen? Es wurde angezeigt in 400 Meter 100. Dann ist jetzt wieder 140 und in 1,3 Kilometer 100. Ja, was denn jetzt? Ein bisschen aufschalten hier, damit wir nicht ganz so langsam werden. 100 dürfen wir immerhin gleich. Gottes Willen. Oh, 60. Das wollen wir natürlich einhalten.
Eigentlich ist die Steuerung von diesem Zug relativ easy. Man muss nur wissen, wie. Aber da gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell dran, muss ich ehrlich sagen. Gleich wieder 60. So, das haben wir geschafft. Also wir sind schon leicht über der Zeit drüber, aber nur leicht. 3 Minuten, Wahnsinn.
So, ich denke, das haben wir jetzt erstmal soweit hingekriegt. Er ist gleich erstmal 90. Also das wird heute sehr, sehr spät. Also 48 hat nicht hingehauen. Aber naja, so ist das halt. Immerhin noch 15 Kilometer. Das zieht sich gerade auch die Strecke, muss man ehrlich sagen. Also Wahnsinn. Wenn man hier nur mit 60, 70, 80 fährt, dann ist das schon eine ziemlich lange Strecke. Und Entschuldigung nochmal, ich bin etwas verschnupft, muss ich sagen. Muss ich gestehen, mich hat es erwischt. Aber ich wollte dennoch ein Video machen und ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich versuche, mich zusammenzunehmen. So, so langsam kommen wir dann wieder in die höheren Geschwindigkeitsbereiche, gleich 100. Da kommen wir wieder ein bisschen schneller voran hier. Bin aber gespannt, ob wir gleich Gold bekommen. Wahrscheinlich nicht. Wir sind ja fett zu spät. Alter Schwede. So, der 18.03.2023 rückt näher. Heute noch genau 30 Tage. Oder 29, wenn man den heutigen auslässt. Dann geht's los für mich in die neue Toursaison. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Entschuldigung, Leute, ich bin, wie gesagt, total verschnupft. Ja. Also es kommt immer näher und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wieder eine richtig schöne Saison. Hoffe ich doch. Den Anfang macht, wie gesagt, am 18.03. Leipzig Hauptbahnhof. Und mal schauen, wo es mich danach hin verschlägt. Ihr könnt weiterhin gerne Vorschläge machen. Ich werde auf den einen oder anderen dann eingehen und prüfen, ob das hinhaut. Ich freue mich auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall noch sehen möchte, ist der München Hauptbahnhof. Den auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr da noch weitere Vorschläge habt, gerne, gerne in die Kommentare damit. Ihr könnt auch gerne weiterhin, ich werde auch nochmal einen Aufruf auf der Community, also als Beitrag posten und dort könnt ihr dann auch eure Vorschläge posten.
Also wie gesagt, alles was nach Leipzig kommt, könnt ihr gerne vorschlagen. Also ich freue mich da auf jede Menge Kommentare. So, mittlerweile noch 10 Kilometer nur noch. Da wurden wir etwas zu schnell, habt ihr es gemerkt? Da fing sofort die Elektronik an zu meckern. Also es wird wohl auf 9 Uhr hinauslaufen, bis wir da sind. 20 Minuten später, das ist schon amtlich. Das ist schon amtlich, Wahnsinn. Hey, im Gegenzug, Wahnsinn, endlich. Sonst ist hier die ganze Zeit so wenig los. Da freut man sich über jeden Zug, der entgegenkommt. So, gleich 80. Und dann haben wir es doch schon fast geschafft. Was eine lange Fahrt. Wahnsinn. Eine Stunde. Eine Stunde bin ich gleich dran.
So, jetzt haben wir gleich ein gelbes Vorsignal. Und in 3 Kilometer würde 1,7 mal wieder 100. Aber hat das noch einen Sinn, frage ich mich. Also es wird mit Sicherheit 9 Uhr, mit Sicherheit. Wären wir doch ein bisschen zu langsam hier. Wobei ich glaube, dass da gleich E85 Beschränkung kommt, PZB bedingt. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Wenn auch nicht ganz am Bahnhof, bis zum Ende des Bahnsteigs. Aber wir haben die Fahrt immerhin geschafft. 9 Uhr. So, dann steigen wir mal aus. Leicht verspätet.
Aber dem ist dann halt so, kann man nichts dran machen. 20 Minuten, kommt bei der besten Bahn vor. ja, soll ich noch sagen? Dies war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Ausblick. So muss es doch sein. Gute Arbeit, das waren vorerst alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben. Sehen wir, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das wird mit Sicherheit nicht so toll werden, weil ich, wie gesagt, ein bisschen zu spät bin. Aber ja, dem ist dann halt so. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Haben wir Gold bekommen? Wir bekommen tatsächlich Gold, ich fasse es kaum. Obwohl wir 20 Minuten zu spät sind. Das muss man sich mal reinziehen. Aber egal, Gold ist Gold. Ja, ihr seht's, ne? 8.40 Uhr hätten wir da sein sollen. 9 Uhr waren wir da. Benötigte Zeit 1 Stunde und 1 Minute. Ja, 43,1 Kilometer gefahren. Ich weiß nicht, es ist ein etwas längeres Szenario geworden diesmal. Ich hoffe, beziehungsweise ein längeres Video geworden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu sehr übel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch ein schönes Wochenende. Habt einen schönen Samstag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedeni Spitas. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedeni Spitas. Ciao, Servus und Tschüss.